Im heutigen Video geht es um Psychologie, die Wissenschaft, die versucht, selbst das seltsamste Verhalten zu erklären. My dog stepped on a bee. We went to the vet. Beziehungsweise die Wissenschaft, die versucht herauszufinden, wie man kaputte Menschen wieder reparieren kann. Dabei hat es die Psychologie nicht leicht, denn menschliches Verhalten ist ziemlich komplex und wir können oftmals keine genaue Ursache für unser Verhalten finden. Aber es gibt so manche Verhaltenstendenzen, die erklärbar sind. Und die Verhaltenstendenz, um die es heute gehen soll, ist der Respekt vor Autorität. Autorität hat viele Gesichter und in irgendeiner Form scheinen fast alle Menschen Autorität zu respektieren. Und dieser Respekt vor Autoritätspersonen zeigt sich sogar im Straßenverkehr. Eine Studie konnte nachweisen, dass luxuriöse Autos an einer Kreuzung vor einer Ampel weniger oft angehupt werden. Mein verehrter Herr, nehmen Sie sich gerne all die Ihnen gebührende Zeit. Aber ein Experiment schockte alle. In Stanley Milgrams Experiment wurde überprüft, ob Menschen einer Autoritätsperson Folge leisten würden, selbst wenn diese befiehlt, einer anderen Person weh zu tun. Die Versuchspersonen selber wussten aber gar nicht, dass ihr Gehorsam überprüft wird. Sie dachten, sie nehmen an einem Experiment teil, in dem überprüft wird, welchen Einfluss Bestrafung auf die Gedächtnisleistung hat. Den da nehme ich. Falsch. Jedenfalls wurden die Versuchspersonen in die Rolle des Bestrafers gesteckt. Und immer wenn die andere Person einen Fehler gemacht hat, sollten sie die Person mit Elektroschocks für den Fehler bestrafen. Zeit, den Schmerz nicht zu verstecken, Harald. Zap! Jetzt bitte Level 2. Die andere Person, die den Elektroschock abbekommen hat, war jedoch ein Schauspieler. Und es gab auch überhaupt gar keine Elektroschocks. Da habe ich euch aber einen ganz schönen Bären aufgebunden. Die Versuchsteilnehmer dachten jedoch, dass die andere Person gerade einen wirklichen Elektroschock bekommt. Aua. Und jetzt war die Frage, wie weit sind die Versuchspersonen bereit zu gehen? Wie lange würden sie auf die Wissenschaftler hören und der anderen Person Elektroschocks verpassen? Dabei sei noch dazu gesagt, dass die Elektroschocks in den Augen der Versuchspersonen immer stärker wurden, bis sie sogar theoretisch tödlich waren. Die Ergebnisse der Studie führten zu einem Skandal. 65% der Versuchspersonen waren bereit, die andere Person bis zu theoretisch ihrem Tod zu elektroschocken. $4. 12,5% der Versuchspersonen hörten schon bei geringer Intensität auf und 22,5% stiegen irgendwann mittendrin aus. Und 0% weigerten sich grundsätzlich, einer anderen Person einen Elektroschock zu geben. Was hat dieses Experiment also gezeigt? Dass wir einer glaubwürdigen Autoritätsperson glaubwürdigen Gehorsam leisten und dabei gerne mal über unseren eigenen moralischen Schatten springen. Diese Beobachtung versuchte auch eine andere Studie zu belegen. Im Rahmen der Hofling-Krankenhausstudie erhielten arbeitende Krankenschwestern einen Anruf von einem Forscher. Dieser Forscher gab sich aber als Arzt aus und beauftragte die Krankenschwester damit, einem Patienten eine übermäßig große Dosis von einem nicht zugelassenen Medikament zu verabreichen. Bei Gehorsam würde die Krankenschwester drei Regeln brechen. Erstens, Anweisungen aus Anrufen zu folgen. Zweitens, Überdosen zu verabreichen. Karl! Und drittens, ein nicht zugelassenes Medikament zu verabreichen. Und Überraschung, auch in diesem Experiment war die Mehrheit der Krankenschwestern bereit, den Patienten die verordnete Überdosis zu geben. Was können wir also aus diesen Studien mitnehmen? Dass die Entscheidungen von Autoritätspersonen ab und zu hinterfragt werden müssen. Wenn dir mein erstes Video dieser Art gefallen hat, dann lass es mich gern wissen, dann kommt nochmal eine Fortsetzung. Leg sie dahin, Soldat! Alles klar, Chef!